Liebesaus nach rund 12 Jahren. Simone Tomalla und Silvio Heinewetter haben sich getrennt. Die 56-jährige Schauspielerin und der 36-jährige Handballer bestätigten der Bild-Zeitung, dass sie sich bereits vor einigen Monaten einvernehmlich getrennt hätten. Sie wollen als Freunde verbunden bleiben, erklärten sie. Ein Freund erklärte Bild, vor allem die Distanz habe der Beziehung geschadet. Der Handballnationalspieler und die Schauspielerin hatten seit längerem keine gemeinsamen Bilder mehr in den sozialen Netzwerken geteilt. Tomalla und Heinewetter waren seit 2009 ein Paar. Eine Hochzeit war bei den beiden nie Thema, erklärte die Schauspielerin der Zeitschrift Bunte. Sie hätten sich als Paar gefragt, warum wir etwas Funktionierendes ändern sollten. Die Freiheit, die sie als nicht verheiratete Lebensgefährten genießen, würde ihnen gleichermaßen guttun.